unserer schönen Stadt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock Infinite. Ja, wir bestaunen den unglaublichen Handyman. Kraftvoll, stark. Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. Ja, ob ich das jetzt als Wunder bezeichnen würde, ich weiß ja nicht. Nein, der könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Kraft ist auch nicht alles. Salz. Cool. Aber wir wollten mal das Ding hier ausprobieren. Was ist das hier eigentlich? Ticket kaufen. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Wahrscheinlich nicht. Na, willst du zur Verlosung, Hübsche? Gib sie her. Reiche diese mechanischen Trottel eine Dosis Beherrschung. Flüstern hören dir alle zu. Press to turn machines into allies. Okay, also man kann Maschinen damit manipulieren, sodass sie zu Verbündeten werden. Drücke F während der Beherrschung. Während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Aha. Der Geist der Maschine, hm? Salze voll. Okay. Phonogramm benutzen. Das läuft schon. Und das bedeutet, ich kann jetzt hier... Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Ach so, ja. Ach, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Hm, okay, Salz wieder voll. Cool, mein erstes Wiggle. Gibt's noch irgendwo eine Maschine, die ich noch nicht gesehen habe? Seien Sie ein Held und solch ein Wunder erschaffen. Cool. Bei mir hier oben schon? Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so... Genau, was ist so falsch an meinem... Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Ja, dort herrscht Sturm, mein Freund. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe eine. Okay, dann gehen wir mal durch. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kopf. War klar. Hm. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Jeder hat Kopf gesagt, ha? Huh? Irgendwie erinnern die mich an die zwei, die mich zum Boot gebracht haben. Wir gehen erst, wenn Sie gehen. Das verspreche ich Ihnen. Was sagt man dazu? Ist denn schon wieder ein Jahr rum? Ist es denn wirklich schon wieder ein Jahr? Dollarbills. Verkaufsautomat. Warte mal kurz, Kollege. An Häftlingen getestete Produkte für Ihre Sicherheit. Gesundheit, ha? Hey. Was ist mit dem Cotton Candy? Darf ich das nicht? Okay, ist schon grün. Was können wir denn hier kaufen? Salz und Gesundheit. Mehr nicht? Hm, nee, das brauche ich nicht. Also Salz könnte ich mir theoretisch nochmal kaufen, aber... Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich.
Lady Comstock. Was sie gelitten hat, ja. Warum hat sie denn gelitten? Könnte man sich natürlich fragen. Den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Vox verprügeln. Das muss so ein Skyhook sein, ne? Schick, schick. Oh. Was? E gedrückt halten? Was liegt denn hier rum? Hören wir uns das doch mal an. Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Süßes Karamell, und ich habe gerade aus Versehen durch einen falschen Tastendruck meine letztes Salz verbraten. Nun gut, nun gut. Oh. Was zum... You shall know the false prophet by his mark. Okay, man erkennt den falschen Propheten an seinem Zeichen AD. Warum hast du eigentlich ein AD auf der Hand? Das ist eine gute Frage. Den Salz bekommen. Oh Gott. Nicht gerade viel Salz. Columbia Police. Die Sachen müssten doch eigentlich auch Salz enthalten. Ich würde davon ausgehen, dass Chips Salz enthalten im Normalfall, aber... Kann sein, dass ich mich da natürlich auch vertäusche. Okay, da darf ich nicht durch. Warum auch immer. Dann gehen wir mal hier hoch, wo die grässliche Musik spielt. Wer dockt hier? Columbia. Wer steht da nicht? Okay, was bist du für einer? Dollar Bill. Verkaufsautomat. Salz. 25% müssten eigentlich reichen. Ich kann das mal. Eine Garantie? Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Das sind nur 5 gewesen? Das ist aber nicht gerade viel. Was kosten sie jetzt? 67, ha? Naja, komm. Versuchen wir es. Kann ja nicht schaden. Gleich geht's los. Darauf habe ich Lust. Du hast immer so Gefühle. Ich will auch so einen Ball. Sag mal. Die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Mister! Ja? Sorry, ich kauf nichts. Dummchen! Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. Oh, 77? Das ist eine Glückszahl. Mm-mm. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel! Das ist wohl eher schlecht. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also stand doch drauf, wir sollen nicht die 77 wählen. Die Gewinnzahl ist...
Die 77. Oh, Wunder. Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Der erste Wurf. Bitte, bitte nicht. Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Bitte, was tun Sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Nicht lieber mich. Oh, da haben wir ja einen ganz schüchternen. Den müssen wir auf die Sprünge helfen. Los jetzt. Die Zeit verrinnt, mein Junge. Was will ich tun? Warum wirfst du nicht mehr? Moment. Da ist er. Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Nein. Haltet ihn! Haltet ihn! Der Hirte will uns abwege führen! Los jetzt! Die sind aber alle ziemlich schnell weggekommen. Kling! Wenn du einen Totenkopf auf dem Gegner siehst, kannst du V gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Wer sagt denn das? Das sagt doch gar niemand. Oh, wow, der hat es aber ganz schön abbekommen. Oh, hier auch nochmal. Die kleine Anmerkung, das Spiel ist natürlich nicht jugendfreigegeben. Also, schon jugendfreigegeben. Ich glaube aber 18 oder 16? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall solltet ihr schon ein gewisses Alter besitzen. Kein Entkommen! Sorry, vielleicht gefällt euch das ja nicht, aber ganz ehrlich, ich bin hier keiner, der irgendwie auf ein unschuldiges Paar, was offensichtlich Lebensangst hat, einen Ball zu werfen. Was auch immer das bringen soll. Oh. Schickes Eisen. Wie viel haben wir denn? 12 von 108? Direkt mal schön Kohle. Direkt mal schön Munition zusammenbekommen. Okay. Na, das hören wir doch gerne. So. Wo muss ich mich denn hinkämpfen? Da lang. Dann gucken wir doch erstmal, was hier auf der Brücke ist. Aha. Na gut, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das passiert. Okay, jetzt wird das Ganze doch schon ein bisschen interessanter. Hören wir uns das Wort zuvor noch an. Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Mhm. Sklavenhandel. Was für ein Wunder. Beherrschungshilfe. Beherrschungshilfe. Verleiht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen. Die Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. Ja, ich würde sagen, das holen wir uns natürlich auch. Für unser Plasmid, ha? Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir nehmen es mal an. Verkauft 50. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Okay. Gedrückt halten, um eine Falle zu erzeugen. Oh, was seid ihr denn für welche?
Feuerwerkabschussgerät. Hallo. Salz, Pistolen, Kacke, Salz. Ich lass mal das Geschütz das alles erledigen, ja? Gut gemacht, Herr Geschütz. So mag ich das. Oh, da haben wir noch was. Noch ein bisschen Kohle. Können wir da hochhüpfen, zufälligerweise? Ich kann anscheinend noch nicht an die Skyways. Meinst du? Glaube ich nicht. Offensichtlich bin ich nicht erledigt. Außerdem hast du dich wohl offensichtlich gerade eher um das Geschütz kümmern wollen, als um mich. Ist ja lustig. Wenn da welche langgerutscht wären, hätte ich die damit wahrscheinlich runterholen können. Kann das sein, dass du nicht mehr gehen kannst? Wow. Munition für die Pistole. Okay. Gut zu wissen, dass die wohl offensichtlich das nicht so geil finden, wenn man sie dauerhaft trifft. Kopfschuss! Headshot, Baby! Headshot, Baby! Wo muss ich denn eigentlich hin? Voilà. Jetzt wird abgerechnet! Ja! Okay, da kommen noch ein paar Kollegen. Na komm, ihr habt doch bestimmt ein bisschen Munition dabei für den Arm. Nichts. Versichern. Der ich doch da so bin. So. Was schießt denn auf mich? Verletze deine Verbündeten nicht. Wieso soll ich das nicht machen? Das ist nicht mein Verbündeter, das ist ein beknacktes Geschütz. Und solange es mich nicht angreift. Okay, offensichtlich kann ich ein Geschütz nicht zerstören, solange ich ein, solange es ein Verbündeter ist. Wenn dein Leben gerettet wurde, wirst du zum Teil geheilt, deine Feinde allerdings auch. Okay. Öffne die Tür. Was war jetzt los? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Okay, hier liegt also jede Menge Munition rum, so wie es scheint. Treffen? Keine Ahnung. Du bist jetzt erstmal weg. Pistole Munition. Oh, guck mal. Sehr cool. Du verdienst! Was? Was, was, was? Jetzt kann ich die Munition noch. Ruf den Feuerwehr! Schnappt euch den Hurensohn! Hey, ist aber kein nettes Wort. Der Fireman! Da, der Fireman! Er ist hier! Fireman? Was ist das für eine Aussage? Wo seid ihr denn?
ich doch gerade eben gehört, dass du mich Fireman genannt hast. Hey, hört auf, euch zu befummeln, ihr zwei. Das könnt ihr machen, wenn ihr Ruhe habt, ne? Was ist hier? Oh, ein bisschen Kohle. Ja, siehst du, jetzt liegt hier alles voll mit Essen und ich könnte es wirklich gut gebrauchen, um meine Lebenspunkte zu regenerieren, aber natürlich kann ich jetzt nicht essen. Wo auch immer darin die Logik liegt. Naja, was soll man machen? Es ist, wie es ist, ne? Hier auch nicht, ne? Was liegt denn da? Bisschen Salz. Und eine Medikit-Tasche. Damit kann ich allerdings leben. Geschlossen auf Anordnung des Propheten. Monument Island. Monument Island. Jetzt wird's Zeit. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Propheten! Na toll. Ist meine Welt. Die Frage ist ja nur, ob du ein Mensch oder eine Maschine bist. Du wirst mein Schicksal! Grüße aus der Hölle! Das ist nicht eine Maschine. Eine Kraft. Okay. Ein neues Wigger. Teufelskuss. Tja, mein liegt noch einmal. Sehe ich genauso. Oha. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Boom. Also genau die gleiche Anwendung. Das war keine Kostprobe. Vier Ladungen. Na gut, ich kann also mit... Ja. Mit Q kann ich umschalten zwischen den Sachen. Das ist gut zu wissen. Ja, dann kann ich mich jetzt vielleicht auch besser gegen Geschütze wehren. Und warum brennt jetzt hier auf einmal alles? Muss ich lang? Gut. Finden Sie einen Weg. Finden Sie vielleicht noch irgendwas anderes vorher? Nein. Was haben wir denn hier oben? Oh, guck mal. Kümmer dich mal um meine Freunde, bitte. Gar nicht so schlecht. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber ansonsten würde ich sagen, war das schon mal gar nicht so schlecht. Na, guck mal. Noch ein Wigger. Was dann sich offensichtlich nur in Salz auswirkt. Schokoriegel. Noch ein Schokoriegel. Denkt ihr, wir können da runterspringen? Ja. Wahrscheinlich ohne Fallschirm eher nicht so eine gute Idee. Dann gehen wir mal weiter. Blue Ribbon. Back Middle Card, Ham Belly, Shoulder Head. Vegetables. Green Corn, Boiled Brown Potato. Minus Gesundheit? Naja, Rauchen ist halt ungesund, ne? Oh, schön auf dem Tresen hier ein bisschen. Ah, siehst du, dann essen wir lieber was Gesundes, wenn wir schon im Restaurant sind. So, machen wir mal die Doof.
Enter, Bereich verlassen. Natürlich. Dächer des Comstock Centers. Sie haben meine Witterung aufgenommen. Wenn ich das Mädchen nicht bald finde, war dieser ganze Job umsonst. So, erstmal ein bisschen Salz eintüten. Garderobe haben wir nix. Oh, ja, ja. Der gute Alkohol. Das war natürlich jetzt nicht so schlau. Aber was soll's. Verlassen des Blue Ribbons. Nein, ich bleib eigentlich ganz gerne hier. Oh, guck mal, wir schauen uns mal ein bisschen Tourismuskram an, wenn wir schon so viel Zeit haben. Fink. A look back at opening day. Ein Blick auf die Anfänge. 1893, der Traum des Propheten wird endlich Flüge. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Visionen in der Welt zu verbreiten. Aha. So viel dazu. Der Prophet widersteht Feinden, inneren und äußeren. Chinesische Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geisel. Der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Unser Prophet. Und welchen Dank erhält Columbia? Washington zu Comstock, halten Sie sich raus. Wir stehen hinter dem Propheten. Aha. Okay. Und was haben wir hier noch? Wir trennen uns von der sogenannten Union. 1902. Ein feindliches Amerika pfeift seine... Nein, danke, sagt der Prophet. Wir gehen eigene Wege. Columbia sagt sich von der Union los und verschwindet in den Wolken. Ende. Ja, also offensichtlich war Columbia wohl mal Teil Amerikas. Offensichtlich jetzt nicht mehr so sehr. Not so much. Gesellschaft, kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Die sind lustig, die zwei. Aperitif. Salz. Nimm ich immer gerne. Okay. Hab ich jetzt konstant mehr Salz bekommen? Nee. Noch ein bisschen Kohle. Medipack. Geld. Ich wette, das Geld brauche ich früher oder später noch zum Upgraden meiner Waffen bzw. meiner Plasmide. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Okay. Schild-Upgrade. Soll mir recht sein. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Sein nicht tötet. Ja. Ey, seid garantiert die zwei, die mich hierher gebracht haben. Anders kann es doch gar nicht gehen. Munition für Maschinengewehr. Na, sowas aber auch. Was haben wir hier noch? Oh, das hören wir uns doch mal. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Na, das ist eine interessante Prophezeiung, muss man schon mal so gestehen. Blut in den Straßen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter
aus. Und das ist ja praktisch, dass er mich genau zum Jahrestag dahin geschickt hat. Nee. Okay. Groceries and meat. Es ist wohl trotzdem ziemlich dreckig hier auch in der Stadt. Naja, ihr verpestet ja nicht die Welt unter euch. Gegner lassen bei ihrem Tod Waffen fallen. Hä? Das habe ich, glaube ich, auch schon mitbekommen. Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhaken könnte? Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Ganz offensichtlich. So wie ich das sehe. So, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir hier kurz Pause. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und tschüss.